und Voraussetzungen finanzieller, räumlicher und so weiter Art, wodurch wird deine Arbeit ermöglicht, der Notwendigkeit, familiärer Hintergrund, eine kollektive und egalitäre Formen der Subventionierung, etc. Wurde an das genossenschaftliche inwiefern sowie öffentliche prägt dein familiärer Hintergrund deine Beziehung zur Arbeit? Das in der Berliner Verfassung warum tust du Arbeit, auf Wohnen die du ablehnst? Maßstäblich umzusetzen was versucht. Für Arbeit machst du, die ethisch eigentlich nicht okay ist? Wo erlebst du die größte Ungleichheit in deiner Arbeitsumwelt? Arbeitsverhältnisse bedürfen deiner Arbeitssituation, Ungerechtigkeiten sowie künstlerische Arbeit und ihre Bezahlung. Dein Verhältnis in der Arbeit durch die Umstände versus die andere Arbeitsversicherungsschutz.